So, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Mittwochmorgen und heiße Sie herzlich willkommen zu den täglich Handels, zu den täglich neuen Handelsideen, präsentiert von Tickmill, Ihrem Broker für Forex, Aktienindizes, Rohstoffe, Anleihen und Kryptowährungen. Mein Name ist Mike Seidel und ich möchte Sie heute natürlich wieder durch ein paar meiner Handelsideen führen, um mit Ihnen einen Blick in den ein oder anderen Chart mit meinen Gedanken zu werfen. Auch allen Live-Zuschauern an dieser Stelle ein schönes Willkommen. Guten Morgen, Elena. Und wir starten unsere Webinare natürlich wie immer mit dem obligatorischen Risikohinweis. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren, Ihr investiertes Kapital zu verlieren. Gestern war ein Tag, da liefen die Indizes so ein bisschen Tingel hin, Tingel her. War nicht wirklich viel los, aber der Markt im Öl, das ging ordentlich durch die Decke. Also ordentlich Bums hinter dem Ölpreis. Der Kaufantrieb hält auch an dieser Stelle weiter an. Wir haben gestern Abend auch ein paar Zahlen zum Ölmarkt bekommen. Da wurden die Erwartungen deutlich geschlagen. Der API Rohöllagerbestand ist deutlich gesunken. Und das ist da halt auch ein Zeichen, dass eine gute Nachfrage nach dem schwarzen Gold vorhanden ist. Ludger, einen schönen guten Morgen. Ach so, was ich an dieser Stelle gerne auch noch sagen möchte. Wir hatten ja gestern durch das Live-Trading vom Jens Klatt eine Verschiebung des Termins. Wir haben um 8.30 Uhr angefangen und das kam relativ gut bei Ihnen an. Finde ich auch eine charmante Zeit, weil so haben Sie dann im Endeffekt Zeit, auch die Handelsideen umzusetzen und sozusagen hier an dieser Stelle auch Ihren Handel ein bisschen entspannter vorzubereiten, weil Sie wissen ja, viele dieser Handelsideen laufen dann so gegen 9 Uhr los und das ist halt eine Zeit, wo der Handel dann auch startet und wenn wir hier an dieser Stelle schon eine halbe Stunde eher anfangen, dann ist das für den einen oder anderen doch deutlich entspannter und dem komme ich natürlich auch sehr, sehr gern nach. Das heißt, ab nächster Woche treffen wir uns immer hier an dieser Stelle um 8.30 Uhr. Ludger, danke für die persönlichen Grüße. Ich freue mich sehr, sehr doll darüber. Gut, also schauen wir auf die Tagesnachrichten für heute. Was gibt es? Es gibt um 14.30 Uhr aus den USA den Auftragseingang für langlebige Güter. Dann haben wir um 16 Uhr das Thema schwebende Hausverkäufe und um 16.30 Uhr geht es mit dem Rohöllagerbeständen auch weiter. Sie sehen hier einen Rückgang, einen prognostizierten Rückgang von 2.500 Millionen Barrel in etwa. Also wir sehen, das ist die Erwartung. Mal schauen, was der Markt uns hier am Nachmittag gibt. Dann gibt es noch ein wenig andere Informationen zum Thema zivile Investitionsgüter, Auftragseingänge für langlebige Güter im Monat Mai. Es gibt auch um 14.30 Uhr noch die Warenhandelsbilanz. Also das die Dinge, die hier am Nachmittag kommen. Um die Rohöllagerbestände um 16.30 Uhr gibt es um 16.30 Uhr auch noch die Rohölbestände in Cushing, Oklahoma. Und am Abend, am deutschen Abend, sprechen ein paar FOMC-Mitglieder zu den Märkten bzw. halten entsprechend eine Rede. Und damit würde ich sagen, halten wir uns nicht lang mit Reden auf, sondern gehen direkt in die Charts hinein. Was ist interessant, was ist spannend? Ich habe es für Sie heute vorbereitet. 3 Währungspaare habe ich heute. Ich habe den Euro-US-Dollar mal wieder auf der Uhr, Euro-Britischer Pfund und US-Dollar-Schweizer Franken. Und ich würde sagen, wir schauen uns mal das Thema Euro-US-Dollar auch an. Hier haben wir momentan den Stundenchart. Ich möchte mit Ihnen aber zuerst in den Chart des Tages hineingehen. Da nehmen wir nämlich hier die weiter ablaufende Bewegung an. Das heißt, wir haben hier schön einen Markt, der nach unten tendiert. Wir haben einen tollen Abwärtstrend, der tief korrigiert ist. Und wir haben jetzt hier untergeordnet eine Korrektur. Die habe ich vor ein paar Tagen schon mal vorgestellt. Und gestern kam es halt so weit, dass man gesagt hat, okay, es gab mal wieder ein Umkehrsignal. Das erste Umkehrsignal hatten wir ja hier unten. Meistens ist es so, dass diese flachen Korrekturen, da muss schon sehr, sehr viel Stärke nach unten, Verkaufsdruck nach unten herrschen, dass diese ersten Signale wirklich nachhaltig getriggert werden. Also Sie sehen hier bei diesem ersten Signal, da kam einfach nicht wirklich was. Jetzt ist der Markt doch deutlich höher gelaufen. Wir sind viel, viel weiter in die Korrektur hineingelaufen. Wenn wir mal sehen, wir sind hier, das war die Korrektur, wir sind jetzt deutlich über die 50, knapp in die 60% sind wir hier hineingelaufen in die Korrektur. Heißt, diese Umkehrsignale sind dann schon häufig deutlich aussagekräftiger. Und was ich hier sehr, sehr gerne sehen möchte für mich, dass ich dieses Signal auch handle, ist sozusagen, die Order liegt übrigens schon im Markt,
Das Signal ist halt gestern erzeugt worden, hier wo der Pfeil ist. Jetzt braucht man natürlich noch die Bestätigung. Und die Bestätigung sieht entsprechend so aus, dass der Markt nach unten weiter abverkauft. Anlaufpunkte auf der Unterseite habe ich für Sie auch markiert. Das ist dann zum einen mal hier das Tagestief vom Montag. Das liegt um die, was haben wir hier, 1,16269. Dann haben wir hier das weitere Tagestief von 1,15958, bevor wir dann wieder hier in diesen Bereich reinlaufen. Also diese Dinge stehen momentan auf der Uhr. Und wenn wir uns das Ganze mal anschauen, Sie wissen ja, dass viele Handelssignale immer auf Grundlage von Trends auch ausgebildet werden. Und deswegen gucken wir hier einfach mal in die Stunde hinein, weil was brauchen wir denn in der Stunde beispielsweise, damit so ein Signal getriggert wird? Einfach mal Frage in die Runde. Ich spreche auch dich gleich mal an, Ludger. Du hast ja das letzte Mal auf so eine Frage auch gut geantwortet. Wenn wir jetzt ein Umkehrsignal hier an dieser Stelle haben, wie wir es hier im Euro US-Dollar haben, was wäre denn dann charmant in der direkt untergeordneten Zeiteinheit zu sehen? Ich bin einfach mal ganz kurz ruhig, vielleicht können Sie kurz die Antwort hier reingeben, ansonsten gehe ich dann auch gleich in den Stundenchart hinein. So, schauen wir mal, ob eine kleine Antwort kommt. Ich kann ja schon mal in den Stundenchart hineingehen, dann werden Sie auch sehen, was es hier an dieser Stelle gibt, also für diese entsprechenden Muster müssen wir natürlich einen Markt haben in der untergeordneten Zeiteinheit, der natürlich abwärts tendiert, weil es nützt uns ja nichts, wenn wir sagen, okay, wir gehen abwärts in die, sag ich mal, Bewegung hinein, aber die untergeordnete Zeiteinheit ist noch voll long. Und was wir jetzt hier entsprechend haben, ist die Tatsache, der Markt läuft hier runter. Wir haben schon einen bestehenden Abwärtstrend da und aus dieser Tatsache läuft der Markt hier runter. Das heißt, wenn wir so ein Short-Umkehrsignal auf der Tagesbasis bekommen, lasse ich mir das gerne durch die untergeordnete Zeiteinheit auch bestätigen. Also das heißt, wenn der Tag short ist, sollte die Stunde auch short sein. Und was wir hier jetzt entsprechend haben ist, schauen Sie mal, hier hatten wir den Aufwärtstrend in der Bewegung. Der ist jetzt definitiv gebrochen und jetzt haben wir hier einen Abwärtstrend auf der Stunde und dieser Abwärtstrend ist gerade auch in seiner Korrektur. Sie sehen, hier bildet sich gerade auch wieder eine Umkehrkerze aus. Das heißt, wenn man das Ganze mal nimmt, könnte man jetzt beispielsweise für den ganz kurzfristigen Bereich, wenn man diesen Abwärtstrend hier nimmt, aus dem 5-Minuten-Bereich heraus halt schauen, okay, wie geht es hier ab? Wir müssen also sozusagen erst einmal hier runter, weil hier gab es diese starke Dynamik nach oben. Wenn der Markt in den 5 Minuten hier unten drunter ist, unter der 1,16536, dann haben wir hier eine Situation gegeben, wo wir sagen, okay, jetzt ist dieser Aufwärtsmove mal beendet, dann haben wir die Bestätigung und wenn es dann hier in den 5 Minuten einen Abwärtstrend gibt, dann sieht die Stunde ja weiterhin auch rot aus. Das heißt, die läuft dann nach unten und dann haben wir sozusagen die 5 Minuten und die Stunde abwärts laufen und wenn die Stunde dann noch tiefer läuft, dann laufen wir in den Tag hinein und dann gibt es sozusagen hier unten hinein und damit genau, es muss ein tieferes Tief kommen, Ludger, absolut korrekt und das ist auch die Antwort auf die Frage. Das heißt, wir brauchen hier entsprechend in der Stunde einen fortlaufenden Abwärtstrend. Es ist schon einer da, der korrigiert gerade. Wir warten einfach ab, was der Markt uns hier entsprechend sagt. Aber das ist mein Ansatz. Ich möchte Sie an dieser Stelle nur auf diese Situation hinweisen, dass wir hier dieses Umkehrsignal hatten aus einer ordentlichen Korrektur heraus und das ist momentan entsprechend auch gegeben. Und damit möchte ich gern in ein zweites mit dem Euro korrelierendes Währungspaar hineingehen und zwar entsprechend in den Euro-britischen Pfund. Kleinen Augenblick, ich suche es raus. Hier haben wir den Euro-britische Pfund. Hier haben wir einen Chart, den haben wir schon ein paar Mal miteinander gesprochen. Das liegt einfach daran, dass wir hier so eine Tingeltangeltour zwischen zwei Bereichen haben. Ich habe es Ihnen mal eingezeichnet. Hier oben der rote Widerstandsbereich um die 0,88282 in diesem Bereich irgendwo rum. Und hier unten entsprechend die erste Unterstützung oder die Unterstützung in diesem Bereich grün eingezeichnet. Gezeichnet bei 0,87160. Bitte auch nicht wundern, wer den Chart in dem Blogbeitrag auch schon mal geschrieben hat, dass hier manchmal ein paar andere Zahlen stehen in der dritten, vierten oder fünften Nachkommastelle. Es sind Bereiche ich merke mir da auch nicht immer, was ich genau in den Blog reingeschrieben habe. Wenn die Maus mal einen halben Millimeter nach oben oder unten rutscht, ist im Endeffekt da plötzlich eine andere Zahl da. Aber worauf es mir hier ankommt, ist, wir wollen die Bereiche besprechen, weil Märkte laufen ja in aller Regel nicht auf einem gewissen Mini-Punkt auf die fünfte Nachkommastelle ran, sondern wir laufen einfach immer in Bereiche rein. Das sehen wir ja auch hier. Das sind nie saubere Endpunkte und deswegen sind die Bereiche hier an dieser Stelle wichtig. Also, was ist hier schon wieder los? Wir haben jetzt hier erneut die Situation, dass der Markt von unten nach oben getradet hat.
Wir laufen hier oben wieder in diesen Bereich hinein, den ich hier rot eingezeichnet habe, also die obere Begrenzung sozusagen. Und an diesen Stellen, das wissen Sie auch, gibt es immer zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, dass wir hier entsprechend einen Markt sehen, der nach oben ranläuft. Das heißt, wenn wir oben ranlaufen und dann die Stärke reinkommt, dass das nach oben bricht, sehen Sie, schauen Sie mal, wir haben hier einige Tageshochs sehr, sehr nah aneinander liegen. Und diese nah aneinander liegenden Tageshochs, die können dann durchaus auch mal kurz für Dynamik sorgen nach oben. Das heißt, wer das Ganze sich in den kleinen Zeiteinheiten noch anschaut, hat hier durchaus ordentlich Potenzial nach oben, wenn der Markt die Stärke aufbringt, durchzulaufen, dass halt diese nah aneinander liegenden Tageshochs doch für ordentlich Dynamik sorgen und wir ein bisschen auf der Oberseite den ein oder anderen Gewinn abschöpfen können. Kommt es allerdings hier in diesem Bereich überhaupt nicht dazu, dass der Markt nach oben läuft, sondern er dreht rum. Wir sehen ja momentan gerade eine sehr starke nach oben laufende Kerze. Das heißt, hier kommt wirklich richtig Stärke aktuell in den Markt hier rein. Jetzt muss man sehen, wie es im Widerstandbereich weitergeht. Fällt er hier oben wieder um, dann haben wir ein Bild, wie wir das hier die letzten Male auch gehabt haben, als der Markt in diesem oberen Bereich gewesen ist. Dann haben wir durchaus die Möglichkeit oder die Chance, sagen wir so, ein Szenario zu sehen, wo die Kurse nach unten liegen oder beziehungsweise nach unten laufen. Was haben wir dann an Marken da? Ganz klar erstmal den Vortagestiefkurs bei 087.985 und dann haben wir hier noch ein paar Tiefkurse, die wir unten nach unten anlaufen können. Von den entsprechenden Tagestiefs. Das heißt, wir haben hier noch das Tagestief vom 25.06. Das liegt bei ungefähr 087,8. Und dann haben wir noch das Tagestief vom 22.06. Das liegt bei 087,467 auf dem Weg nach unten. Also Sie sehen, hier sind auch noch einige Tiefs da. Ziel wäre dann der untere Bereich hier in dem grün markierten Rechteck, was wir im Markt hier haben. Und das ist jetzt der aktuelle Punkt, den wir hier an dieser Stelle haben. Und wenn wir uns das Ganze auch einmal hier anschauen, schauen Sie im 15-Minuten-Chart, wir haben jetzt hier übergeordnet den Markt nach oben tendieren. Er kam von unten deutlich weit nach oben raus und läuft jetzt hier rein. Wir werden sehen, was hier oben passiert. Wenn wir uns das Ganze mal im kleineren Zeitbereich anschauen, im kleineren Zeitfenster, sehen wir halt, wenn der Markt hier oben auch Spikes macht, dann sehen Sie die Spikes auch in den 5 Minuten und dann sehen Sie, der Markt dreht rum, macht hier Abwärtstrend und dann kommt die Dynamik entsprechend auch nach unten. Und das kann auch mal relativ schnell gehen. Also wir werden sehen, was hier passiert. Auf alle Fälle ist das mal ein Markt, wo sich das Hinschauen auch heute definitiv wieder lohnt. Und damit würde ich gern zum dritten Währungspaar für heute gehen. Und zwar ist das der US-Dollar, Schweizer Franken. Auch hier starten wir mal im Tag. Warum starten wir im Tag? Wir starten im Tag, weil wir hier eine Situation haben, die durchaus auch den ein oder anderen charmanten Trade offerieren könnte. Wir haben hier eine starke Aufwärtsbewegung gehabt. Wenn wir uns das Ganze mal anschauen, diesen ganzen Runterlauf hier, haben wir hier halt untergeordnet die Dynamik. Das sieht man sehr, sehr schön auch im Verlauf der Stunde. Wenn wir uns die Stunde mal anschauen, etwas kleiner machen hier, dann sehen wir halt den dynamischen Trendverlauf auch nach unten. Ne? Wir sehen hier schön die Trendverläufe, die wir hier in diesem Bereich auch haben. Und wir sehen halt, dass dieser letzte Hochbereich Hochbereich hier um die 0,98, warten Sie, ich zeichne es Ihnen mal ein, da machen wir es besser hier in diesem Bereich. Also das war dieser 0,98880. Dieser Bereich wurde deutlich rausgenommen. Wir haben jetzt hier einen Aufwärtstrend, der momentan korrigiert. Hier sehen wir untergeordnet den Korrekturtrend auch in der Stunde. Und wenn das ganze Ding jetzt wieder rumdreht, dann haben wir hier sozusagen eine Aufwärtsdynamik. Und diese Aufwärtsdynamik könnte unter Umständen dazu führen, dass wir hier sozusagen ein Stück weit nach oben laufende Kurse haben. Das heißt, hier, wenn sich der Stundentrend nach oben fortsetzt, ist erstmal das Tageshoch von gestern ein Anlaufpunkt. Das Tageshoch von gestern liegt um die 0,99238. Dann haben wir hier einen Widerstandsbereich, den habe ich aus der Stunde herausgenommen bei 0,99374. Und dann gibt es hier oben einen Widerstand, der liegt hier, Sie sehen, da wollte der Markt nicht so richtig drüber. Das heißt, wenn wir hier doch Aufwärtsdynamik sehen sollten, wären das durchaus Szenarien, die nach oben mitlaufen könnten. Wenn wir allerdings diesen Trend sozusagen nicht mit nach oben machen, das heißt, wenn die Stunde nicht weiter nach oben laufen sollte, sondern sich dafür entscheidet, nach unten zu laufen, dann haben wir hier unten auf der Unterseite erstmal eine Unterstützung um die Tiefs von gestern bzw. vom vorgestern bei 0,98551. Bricht das Ganze dann noch tiefer, dann liegen wir hier erstmal nach dieser dynamischen Kerze, die wir hier gehabt hatten, diesen starken Upmove vom 14.06. Da ist hier das Tief gegeben, dann wäre das Bild natürlich ein ganz, ganz anderes. Das heißt, es kommt hier auch immer wieder darauf an, welche Zeiträume Sie sehen, wie Sie Ihr Trading auch gestalten wollen. Wichtig ist, wir haben hier einen Punkt, wo Bewegung in den Markt hineinkommen kann und je nach Zeitraum, den Sie auch traden,
reden möchten, kann das natürlich positiv nach oben oder positiv nach unten sich entwickeln, je nachdem, auf welcher Seite Sie stehen. Was hier halt passieren kann, ist, dass man diese starke Aufwärtsbewegung als initiale Trendbewegung gesehen hat. Dann haben wir jetzt hier entsprechend natürlich die Korrektur, die nach unten läuft. Und dieses Signal, was wir hier gehabt haben, das könnte dann durchaus der Initialzündung für den nächsten Schritt, die Bewegung nach oben gewesen sein. Dann haben wir natürlich hier in Zukunft einen möglichen Aufwärtstrend im Markt liegen, der dann entsprechend hier auch da wäre. Und wenn man das Ganze mal etwas kleiner zoomt, wir haben ja hier eine sehr, sehr starke Aufwärtsdynamik gehabt, die hat halt jetzt korrigiert und jetzt stehen wir hier halt an einem Wendepunkt. Das heißt, entweder der Markt läuft hier nach oben, macht einen Aufwärtstrend oder der Markt läuft weiter nach unten und würde dann natürlich, dreimal dürfen Sie raten, hier, wenn er unten drunter läuft, einen entsprechenden Abwärtstrend generieren. Das sind jetzt die Möglichkeiten, die offen sind. Das heißt, wir sind irgendwo zwischendrin, deswegen ist der Trading-Ansatz eher kurzfristigerer Natur, um zu schauen, was hier am Markt auch losgeht. Also das zu den Handelsideen für den heutigen Tag. Wir sind mal gespannt, was alles noch so kommen mag. Wenn wir uns mal die Indizes anschauen, gucken Sie mal hier rein, wir haben hier doch deutlich Abwärtsbewegung in den Märkten auch wieder. Also der DAX ist auch heute wieder deutlich stark nach unten entsprechend unterwegs. Hier haben wir auch das Bild gesehen. Wir haben jetzt einen Abwärtstrend. Die Märkte spielen momentan die schlechten Nachrichten, die wir hier haben. Und das ist das Bild, was wir hier momentan definitiv auch mit sehen. Der Ölpreis, Sie sehen es hier, steht momentan etwas auf der Stelle. Interessant beim Ölpreis ist, wir haben jetzt hier so eine leicht seitwärts laufende Range auch wieder im Markt liegen. Heißt also vom Prinzip her, das wäre vielleicht für den einen oder anderen interessant, das Ganze auch mal in der kleineren Zeitweise zu betrachten. Also hier haben wir mal, ich mache die Stunde nochmal an, das heißt, wenn wir hier das Ganze mal nehmen, wir haben halt hier diese Range in diesem Bereich hier liegen. In etwa, vielleicht ist das für den einen oder anderen interessant, diese Range als Betrachtung zu nehmen, als Seitwärtskorrektur sozusagen in einem aufwärts steigenden Markt. Wir haben hier sozusagen einen Markt, der schräg nach oben läuft, noch keinen neuen Hochs gemacht hat. Muss man sehen, wie sich das Ganze jetzt hier entsprechend entwickelt. Das heißt, wir sehen hier neue, also ansteigende Hochs an dieser Stelle, noch keine neuen, wir sehen ansteigende Tiefs an dieser Stelle, noch keinen neuen Hochs. Da baut sich natürlich ordentlich Druck auf und wenn der Markt hier nach unten läuft, dann könnte es für ordentlich Korrektur sagen. Es könnte aber auch sein, dass der Markt hier stark nach oben geht und wir entsprechend nach oben die Luft rausnehmen und weiter steigende Kurse sehen. Wir werden es sehen. Morgen wissen wir es dann. Morgen ist ein neuer Handelstag. Gegen 8 Uhr gibt es wieder den Blog-Eintrag von mir und um 9 Uhr starten wir hier auf Facebook wieder. Ich lade Sie ein, seien Sie live dabei. Wenn Sie mögen, können wir auch gerne den einen oder anderen Chart miteinander besprechen. Dann sage ich jetzt mal für heute auf Wiederschauen. Bis morgen. Gute Trades und ja, bleiben Sie auf alle Fälle gesund und genießen Sie, auch wenn es geht, ein paar freie Minuten. Und nicht vergessen, heute Fußball-WM, Deutschland spielt. Letztes Vorrundenspiel für Deutschland. Drücken wir mal die Daumen, dass da alles klappt. Also dann, bis morgen, Ihr Mike Seile.